Hallihallo, ich bin der Max. In diesem Video zeige ich dir, wie man Figuren vergrößern und verkleinern kann. Dabei werde ich Begriffe wie Proportion, Verhältnis und Ähnlichkeit benutzen. Du hast vielleicht schon mal am PC für die Schule eine Arbeit geschrieben und hast ein Bild hinzugefügt, so wie hier mein kleines Strichmaxi, das aber nicht die richtige Größe hatte. Also hast du dir gedacht, vergrößern wir das Ganze. Aber oh je, das ist ja viel zu lang. Machen wir das anders. Okay, das ist zu breit. Oh nein, irgendwas habe ich falsch gemacht. Wir müssen nämlich beim Vergrößern und beim Verkleinern auf die Proportionen achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Seitenverhältnisse müssen die gleichen bleiben. Also, so geht es richtig. Die Breite und die Länge mit demselben Faktor vergrößern. In diesem Fall habe ich hier mal 1,5 multipliziert. Also, und was haben wir dann? Wir haben dann zwei Figuren, die, man sagt in der Mathematik, einander ähnlich sind. Schauen wir uns das Ganze vielleicht an einem einfachen Beispiel an, das du auch machen kannst. Und zwar schauen wir uns ein einfaches Rechteck an. Mit der Länge a ist gleich 4 cm und der Breite b ist gleich 2 cm. Wir wollen jetzt eine Aufgabe lösen, in der wir dieses Rechteck um den Faktor 1,5 vergrößern. Wie machen wir das rechnerisch? Hast du eine Idee? Drück kurz Pause, vielleicht kommst du ja drauf. Genau, wir müssen multiplizieren. Also wir multiplizieren die Länge a mit 1,5 und wir multiplizieren die Länge b mit dem Faktor 1,5. Dann haben wir 4 mal 1,5 ist gleich 6. Das ist dann unsere neue Länge. Und 2 mal 1,5 ist gleich 3. Das ist dann unsere neue Breite. Zeichnen wir das neue Rechteck mit unseren neuen Breiten und der neuen Länge. Jetzt haben wir das neue Rechteck. Und damit wir nicht wieder die Länge a nennen und die Breite b, nennen wir die Länge a' und die Breite B-Strich. Fertig. So. Haben wir nicht was vergessen? Ah ja, verkleinern. Nehmen wir dasselbe Rechteck wieder her und machen uns es zur Aufgabe, dieses Rechteck zu verkleinern. Und zwar um genau so viel, dass wir auf 2/3 der jetzigen Größe wiederkommen. Wie machen wir das? Genau, wieder mit multiplizieren. Wir nehmen die Länge a' und multiplizieren sie mit dem Faktor 2/3. Also 6 mal 2/3 ist gleich 4. Und wir nehmen die Breite b' und multiplizieren sie wieder mit 2/3. Also 3 mal 2/3 ist gleich 2. Und schau mal, was passiert, wenn wir das Rechteck neu zeichnen. Wir haben wieder das Rechteck bekommen, das wir am Anfang hatten. Echt cool. Also, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir beim Vergrößern und beim Verkleinern auf die Beibehaltung der Proportionen achten, damit die Figuren nach dem Verändern der Größe wieder einander ähnlich sind. Rechnerisch bedeutet das, dass wir die Länge und die Breite mit demselben Faktor multiplizieren müssen. Okay, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!